Nein, nicht sagt, das sind jetzt auch alles Feindschiffe. Scheiß, die waren dann. Und Kopfgeldjäger kommt auch noch. Na, jetzt wird's ein bisschen ungemütlich, würde ich einmal sagen, so. So, da ist der Kopfgeldjäger. Der probiert sein Glück. Mit den Jagdkanonen versucht er mich da zu fangen. Ich möchte eigentlich nur mal da, bis sie wegkommen. So. Hast genug, Freund? Jetzt kommt er mal mit der Breitseite. Macht euch bereit! So, und jetzt probier das wieder. Muss ich ihn nur ein bisschen ablenken. Ich möchte einfach nur mal aus dem Sperrgebiet raus. Das wäre mal das Interessante. Feindliches Feuer! Ja. Achtung! Es ist nicht so schlimm. Er gibt keine Ruder hinten. So, wie schmeckt er das, Freund? Sind bereit, Sir! Feuer! Oh. Bereit zu feiern, Sir! Feuer! So, ja, mach ich eh. Stellt sich hin zur Breitseite. Jawohl, das war's, ne? Ja, Entermas. Was hat er denn geladen? Sieht man das? Holz, Metall. Naja. Aber jetzt ist gerade kein anderes Schiff in der Nähe, jetzt wäre ich ihn natürlich entern. Also so Pirat hat ist ganz schön stressig, so ein Piratenleben. Man kommt eigentlich nie dorthin, wo man eigentlich wirklich hinfahren will, weil man ständig abgelenkt ist durch irgendeine Action auf See. Okay, den Freund holen wir uns jetzt, wenn er uns meint, er muss uns jagen. Jawohl. So, wo seid ihr da, Freunde? Da steht einer rum. Da. Oh, es sind schon die eigenen Leute drüben. Ja, dann höre ich lieber auf zum Schießen, sonst schieße ich wieder meine eigenen Leute ab. Okay, hoch mit dir, Edward. Jawohl. Nein, nein, nicht draufklettern. Oh, oh, oh. Komm, 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 was machst du, Alter? Häng dich da nicht hin auf lustig. Oh, manchmal spackt das wirklich ein bisschen rum. Oh, das ist ein dicker Eumel. Komm, 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 kämpf dich durch. Ja. Hammers, Hammers, Hammers. Piratenjäger. Mein Schiff wird immer mehr beschädigt, aber schön wieder abgecasht. Und jetzt nehme ich einmal Bekanntheit gerade zu verringern, damit ich nicht wieder gejagt werde. Weil die kommen nämlich dann immer genau im blödesten Moment daher, diese Piratenjäger, wo er am Eck einer brauchen kann. Dann hast du den auch noch am Knack, ne? Das ist natürlich gar nicht so leiwand. Ja, na, shake hands. Zuerst haben sie uns noch gejagt. So. Öffne die Hauptsegel! Darum muss sich der Zimmermann kümmern. So viel Segel, wie ihr könnt! Jetzt fahren wir nach Kingston. Da wird man ja sicherlich das Schiff auch reparieren können. Am Vor bin ich einmal rum. Okay, was ist das da? Nein, ich will es gar nicht wissen. Da fahren wir jetzt her und fertig. Sonst komme ich nie nach Kingston. Und spiele in 3 Tagen und fahre da auch noch immer rum.
Ja, da kommen auch schon aus dem Sperrgebiet wieder raus. Er schaut schon ganz schön znepft aus, unser Jack da, hätte ich einmal sagen, ne? Jetzt schaue ich auch, ob es in diesen Kingston nicht ein paar andere Shanties zum Sammeln gibt, dass wir da mal auch ein bisschen andere Musik holen. Ja, nur ich fahre da genau auf die Insel zu. Okay. Mehr Segel, alle Segel! Erst die Top- und Rahmsegel! Alle Segelbergen, habt ihr nicht gehört? Captain ist im Meer! Da holen wir uns doch glatt einmal den Schatz. Schau, wer bist denn du? Wer bist denn du? Ah, nein, den Vogel kann ich nicht töten. Ich kann keinen Vogel töten da. So. Kistal. So. Und wieder zurück. Naja, die schaut ziemlich ramponiert aus. Die Jack da. Weiter geht's. Captain hat das Ruder. Segel setzen, Bewegung! Aber ich bin schon wieder. Feinde, ja, ja, ich weiß, immer schon wieder im Sperrgebiet. Da holen wir uns. Ein bisschen Treibgut. Steuerbord, Captain. Da treibt etwas Fracht. Ah, Metall. Metall ist immer wichtig. Boah, Fregatte Stufe 29. Kann ich mir aber absolut nicht leisten. Scheiße, die bewacht das. Ich bin voll beschädigt. Schauen, dass ich. Ja, merken Sie, Fregatte! Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Navy! Halt allein zu sein, Sir! Oh, der Wal. Geil ist das. Ah, es ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Mir macht das so Bock zocken. Ja, das geht nicht. Das nimmt er nicht. Wieder zu weit weg. Aber ich fahre da jetzt nicht nochmal eine Runde. Mal schauen, dass ich da hinten nach Kingston jetzt endlich reinkomme. Dass wir mal wieder ein bisschen Action in einer Stadt haben, ne? Was haben wir da? Brick, Holz 60, schwere Kugeln 5. Die ist außerhalb vom Sperrgebiet. Mit der könnte ich mich reparieren, oder? Könnte ich mich mit der nicht reparieren? Machen wir das noch schnell. Ich weiß, wieder eine Seeschlacht, aber es geht halt einfach nicht ohne. Was soll ich denn tun? Gehört einmal zum Piratenleben dazu. Scheiße. War das jetzt zu viel? Shit, 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 shit. Oh. Oh, nicht zu schnell. Oh, zu spät. Naja, da war jetzt zu viel. Das war jetzt ein bisschen zu viel riskiert. Verstehe ich nicht, warum ich jetzt die Brick so fertig gemacht habe. Naja. Und ein Buckelwal! Sind wir da jetzt wieder vor Kingston? Ja. Immer nur schauen, habe ich meine Ladung da verloren, die ich mir da zuerst mühsam erkämpft habe? Na, ich habe noch 105, also ich denke, ich habe es nicht verloren. Ist ja nichts passiert. Das Schiff ist wenigstens wieder repariert. Das war ja mein Ziel, das Schiff reparieren.
Na, da fahren wir halt einmal da nach Kingston rein. Da steht irgendein Schiff drinnen. Kann ich da jetzt eh einfach so reinfahren? Naja, Kingston, natürlich wollen wir da hin. Muss ja schauen, dass ich in der Mission ein bisschen weiterkomme, weil... Aber es ist schon verdammt wichtig, das Schiff aufgerüstet zu haben, also... Okay, da sind wir jetzt in Kingston. Aha, Berserkerpfeile kann ich herstellen. Dann schauen wir halt einmal. Mission ist da. Wow, das ist ja riesig. Das ist wieder schön groß. Das heißt, wir gehen einmal gleich einmal zu einem Aussichtsturm. Piraten retten können wir auch machen. Na, ja, ja. Schauen wir uns einmal ein bisschen um in Kingston. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Nein, nein, nein. Weder rauf noch runter, einfach nur rennen. Da oben wäre das. Ah, jetzt holen wir mal zuerst einmal die Piraten da. Du kommst nicht frei, Mann! In die Reihe! Na komm, schlag zu! Ich geh sicher irgendwo mit dir hin, du Lustknabe! So. Danke. Kenway, richtig? Jawohl. Ich bin auf eurer Seite. Na, das passt. So, dann möchte ich da mal... Ah. Gut, okay. So. Genau. Haben wir schon mal wieder einen, dass wir da ein bisschen mehr Songs auch haben. Nein, das will ich ja gar nicht. Da. Was haben wir denn da Schönes? Mach doch bitte. Er sagt mir, ich soll Select halten. Und dann geht er nur auf die Karte. Naja, was soll's. Okay. Wo ist der Scharfschütze? So, holen wir uns einmal irgendeinen Aussichtsturm. War das viel britische Soldaten? Na, wer das Zeug da oben? Oh Scheiße, da steht einer rum. Na komm, hau her, hau her, hau her. So. Der Schente ist natürlich jetzt weg. Aber riskiere ich lieber nicht. So. Was sind da viele Soldaten? Ja, dann kannst du es noch dreimal probieren. Mit dem gleichen Erfolg. So. Machen wir mal einer weniger. So. Wo ist jetzt der Aussichtsturm? Da. Die Parish Church. Da haben wir da gerade erklimmern. Okay. Mit uns.
Gut.